Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Krugs. Der Big heißt nach längerer Zeit mal wieder. Es tut mir leid, dass nichts kam. Da habe ich auch ein ganz, ganz winziges Infovideo dazu gemacht. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, irgendwas aufzunehmen. Und ja, jetzt nach langer, langer Zeit mal wieder. Habe ich hier ungefähr 10 Minuten damit verbracht, irgendwie herauszufinden, was wir denn jetzt am besten machen sollen. Und das Ergebnis ist, mir fällt spontan bloß eine einzige Möglichkeit ein. Und dafür brauche ich hier unseren Ron, der dann hier hochfährt und dieses Kameraterminal zuerst mal deaktiviert, damit dann Rocket hier rein kann. Jetzt allerdings wäre die Frage, schaffe ich das noch? Nein! Ich habe meinen Einsatz verpasst. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. So, sobald dieses Kameraterminal aus ist, das habe ich praktischerweise direkt markiert, geht diese Kamera aus, diese Kamera da oben und das beim Ausgang, das interessiert uns momentan noch nicht. Allerdings könnte hier Rocket rein. Könnte sie nicht. Mein ganzer Plan ist für ein Poppes. Außer sie geht durch die Tür. Denn allerdings... Also Rocket könnte sich dann dahinter begeben. Da müsste es ja eigentlich relativ sicher sein. Hier haben wir einen Kippschalter. Das wäre sowieso ein Safe Room. Schaltertür rentiert sich nicht unbedingt. Wir machen das einfach so, wie das geplant ist. Einzig, ich komme hier wahrscheinlich... Doch, ich komme sogar wieder raus. Prima. Das Einzige, was mir gerade spontan auffällt, wir sollten hier die Tür aufmachen. Das darf dann unser Herr Bishop machen. Sobald die Wache denn weg ist. Solange die Wache da ist, ist das vielleicht keine gute Idee, hier die Tür aufzusperren. So, hier das Ding an. Du gehst dann hier zu der Tür und machst die auf, bitte. Und am besten fliehst du danach wieder hinaus. Das wäre vielleicht eine ganz, ganz gute Idee, wenn du nicht hier wenn irrer rumstehen würdest und dann gesehen werden würdest. Aber ich glaube, da so groß ist die Reichweite eh nicht. Aber ich werde hier trotzdem sicherheitshalber mal die Tür aufmachen. Wer weiß schon, was schon wieder passieren wird. Gut. Hier habe ich natürlich wieder meinen Einsatz verpasst. Das ist immer ganz, ganz schlecht. Ich frage mich, es gibt hier so viele Druckplatten. Es gibt hier so viele Druckplatten. Und hier zum Beispiel an dieses Kameraterminal komme ich ohne zwei Druckplatten nicht hin. Nämlich Druckplatte Nummer 1 macht diese Tür auf. Oder diese Tür, beziehungsweise macht sowieso beide auf. Dann sind wir hier in dem Vorraum oder in dem Vorraum. Bloß hier rein können wir trotzdem nicht, außer wenn Bishop den ganzen Weg hierher geht und dieses Sicherheitstor aufmacht. Oder wenn wir uns hier draufstellen, dann gehen auch noch die beiden Türen auf. Und hier kann ich sowieso bloß hin, entweder mit Ron oder mit Lobkowitz, der hier außen rum geht. Aber wenn er Lobkowitz hier außen rum geht, dann bräuchten wir davon dafür nochmal Bishop. Das heißt, wir sind hier... Also ich muss sagen, dieses Kellergeschoss, das schaut relativ simpel aus... Aber persönlich muss ich sagen, das ist es ganz schön knifflig. Also sich zu überlegen, wie man das jetzt am besten macht, das ist ganz schön schwer. Das ist ganz schön schwer. Und hier ist ja die Idee, das Kameraterminal auszumachen, das haben wir ja schon gesagt. Und dann anschließend hier hochzugehen mit Rocket, um wenigstens hier den einen Schatz und den Kippschalter mitzunehmen. Das gefällt mir nicht. So, prima. Dann begeben wir uns mal hier irgendwie in Sicherheit. Ah, ich könnte sogar hier was drücken. Hier haben wir noch einen Kippschalter für nochmal zwei Lichtschranken. Okay, interessiert mich ehrlich gesagt jetzt nicht so sonderlich. Aber wenn wir schon können, dann machen wir es einfach mal. Ist wenigstens eine Zeitreduktion von ein paar Sekunden. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert mit der Tarantel. Nein, mit der Gottesanbeterin. Ich schätze mal so 5 Sekunden oder so. Dann nehmen wir hier das Kameraterminal mit.
Die Geldkassette kann ich ja leider nicht mitnehmen und das Brecheisen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das heißt, wir wären jetzt hier bereit, um hier reinzugehen mit Rocket. Das Einzige, wenn wir hier durchgehen, dann werden wir entdeckt von der Kamera. Das Einzige, ich könnte das hier mitnehmen. Verbesserte Videomagnet, den lasse ich mal schnell da und werde dann hier das da mitnehmen, um hier alle Lichtschranken zu deaktivieren. Was hätten wir hier? So, machen wir die Tür auf. Machen die Tür auf. Und da drüben die Tür. Würde uns natürlich auch was bringen, wenn wir denn hier eine Klammer hätten. Haben wir hier irgendwo eine Klammer? Hier hätten wir eine Kameraklemme. Da kommen wir aber leider nicht hin. Aber im Prinzip, was ist denn sinnvoller? Die ganzen Lichtschranken auszumachen oder hier die Türen aufzumachen? Hier können wir das Ganze bloß durch diese Druckplatte deaktivieren. Wie gesagt, das Ganze ist schon ein bisschen kniffliger. Das Ganze ist schon ein bisschen kniffliger. So sonderlich interessant ist es aber nicht. Dann kann ich hier rein. Aber das war's dann auch schon. Das war's dann auch schon. Weil hier drüben komme ich ja nicht rein. Da haben wir überall Türen. Außer hier durch die Boa Constrictor. Dafür bräuchte ich allerdings hier das Elektrofeld. Interessant wäre das allerdings schon. Haben wir eigentlich sonst noch irgendwo? Haben wir sonst noch irgendwo? Ich finde das immer noch ein bisschen suboptimal, dass da überall dieselben Farben sind. Haben wir noch irgendwo einen Schacht für die Boa Constrictor? Das war ja der lange. Aber sonst haben wir keinen. Das ist schlecht. Wahrscheinlich sagen jetzt wieder alle, ja, das ist Zeitspiel. Das einzige Problem, lieber mache ich ein Zeitspiel, als dass ich gar nicht spiele. Nee, ich glaube hier der Schaltkasten, der wäre sinnvoller, oder? Ganzen Lichtschranken aus. Das ist auch so die Frage. Nee, ich kümmere mich hier um die Lichtschranken. Das Einzige, was mir gerade auffällt, wir sollten das vielleicht anders timen. Weil der Herr ja wieder zurückkommt. Der geht dann rein. Wir könnten dann hier das schnell nehmen. Die Frage ist bloß, in welche Richtung dreht er sich dann? Er dreht sich nach links. Das ist im Prinzip ganz gut. Beeil dich. Prima. Dann holen wir jetzt... Was? Hä? Hä? Ach, wurde ich durch die Kamera gesehen? Ich wurde durch die Kamera gesehen. Ganz toll. Ganz toll. Super toll. Komm, Rocket, du schaffst das. Oh Mann. Natürlich wurde ich durch die blöde Kamera gesehen. Das ist schlecht. Das ist alles ganz, 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 ganz schlecht. Wenigstens haben wir hier noch diesen blöden Videomagneten. Die sogar den verbesserten Videomagneten. Der uns das Ganze wieder reduzieren kann, falls ich es denn nicht vergesse. Das ist das größte Problem, weil ich vergesse gerne was. Bloß, dass wir jetzt gesehen wurden, ist jetzt natürlich ein bisschen wirklich blöd. Hier könnte ich rein, hier könnte ich durch. Bloß, ich kann hier sonst nicht mehr machen. Die
finde das gerade ganz, ganz, ganz blöd, dass wir gesehen wurden. Das ist eine schlechte Idee. Das finde ich ganz, 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 ganz schlecht. So, du begibst dich jetzt nach rechts, wenn ich mich nicht irre. Das ist dein rechts, aber okay. Mir gefällt das alles hier gar nicht, wie das gerade ausschaut. Aber so überhaupt gar nicht gefällt mir das. So, hier sind wir jetzt außerhalb des Sichtradius und hier müssten wir jetzt eigentlich noch durchkommen. Tun wir auch und er dreht sich ja nach links, das heißt, wir begeben uns hier rüber. Und dann können wir hier gemütlich die Tesla-Gabel verwenden. Da müssen wir bloß noch ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir doch noch irgendwie nochmal gesehen werden, das wäre dann ein bisschen blöd. So, das hier ist jetzt auch alles aus, das ist prima. Mit Rufus wäre das natürlich auch ganz toll, wenn wir da einfach... Ich hoffe, dass er uns da in der Ecke nicht sieht. Bitte, 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 prima. Dann hier reingegangen, den Schatz geholt und den Kippschalter betätigt. Dann haben wir so gut wie alle Laserschranken deaktiviert. Klingt doch eigentlich ganz gut bisher. Das ist ein blöder Elitewächter. Einzig, wie geht's jetzt weiter? Die ganzen Kameras sind halt immer noch da. Und ich glaube, ich hätte eher die Steinsäure da lassen sollen. Habe ich noch irgendwo ein schönes Fleckchen für die Steinsäure, wo ich sie verwenden könnte? Hier und da. Und da oben. Hilft mir allerdings. Obwohl, da wäre auch noch. Da wäre auch noch eine Tür, was mir aber auch nicht so sonderlich viel bringt. Ja. Jetzt wäre die Frage, was wir Schönes machen. Ich müsste hier eigentlich bloß reinkommen. Dafür müsste ich jemanden auf diesen Schalter stellen. Dann hätte ich aber immer noch das Problem, dass ich zwar hier drin bin, mir das aber nicht allzu viel nützt, weil ich mich da noch auf einen Schalter stellen muss. Außer... Ich mache das so, dass Rocket dann hier drin bleibt. Die Kameras wären dann deaktiviert. Die Kameras wären dann deaktiviert. Das heißt, im Prinzip könnten wir... ich werde die Steinsäure hier dafür verwenden. Gut, also so ist der Plan. Ich werde... die Steinsäure hierfür verwenden. Ist vielleicht gerade ein ungünstiger Zeitpunkt, weil das ein bisschen zu lang dauern wird, weil die Wache hier schon wieder da ist. Das heißt, du stellst dich hier erstmal in die Ecke. Was ist der Plan? Alles klar. Jetzt haben wir da natürlich nicht mehr die Möglichkeit, wieder zurückzugehen, außer einmal komplett außen. Ach, die Tür ist eh offen. Die Tür ist eh offen, ja dann. Ja, dann ist das ja nicht so schlimm. Die Wache kommt allerdings gerade auf uns zu. Das ist vielleicht ein bisschen problematischer. Steinsäure verwenden, bitte. Das müssten wir allerdings zeitlich schaffen. Prima. Einzig, mir fällt gerade auf, der wird wahrscheinlich die brüchige Wand sehen. Er wird wahrscheinlich die brüchige Wand sehen. Das heißt, hier stelle ich nochmal den verbesserten Videomagneten hin, den wir gleich mitnehmen werden. Und ihr zwei flieht mir hier wieder weg.
Sicher ist sicher, wer weiß schon, was passieren wird. Komm schon ein bisschen schneller. Bisschen, dankeschön. Schneller und jetzt flieh. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass du das blöde Loch siehst. Gut. Eieieiei. Das mit dem Heat nervt mich gerade ein bisschen. Aber das ist nicht allzu schlimm. Wir hätten hier jetzt einen Durchgang. Um dann. Hier bräuchte ich immer noch Ron. Der hier aber natürlich jetzt gerade nicht mehr unbedingt gut rauskommt. Wir könnten uns mit Ron da hinstellen. Oder ich lasse mich von der Kamera entdecken und werde die permanent deaktivieren. Aber dann komme ich trotzdem nicht hier über das Elektrofeld. Das ist alles ganz, ganz, ganz suboptimal. Das ist alles ganz, ganz, ganz suboptimal. Hier könnte ich den Zeitschalter drücken, was schon mal sehr gut ist. Hier Zeitschalter drücken, dann geht die Tür auf, kann ich hier den Kippschalter betätigen für alle. Dings. Da müsste ich zuerst allerdings durch. Das heißt, Ron muss da irgendwie wieder hinauskommen. Ron muss hier irgendwie wieder raus. Die Frage ist bloß wie. Was machst du Schönes auf die Tür und die Tür? Nützt uns das was? Nö. Aber ich kann's. Das ist schon mal ganz lustig, dass ich sowas überhaupt mal kann. Ich kann eine Tür öffnen. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Wunderbar, Eindringlinge. Das ist schlecht. Gib auf, diesen Tag verfluchen. Ha! Ich bin gerade noch so geflohen. Prima. Wenigstens wird Ron nicht entdeckt. Also, beziehungsweise der Heatometer steigt nicht. Sollte man eher so sagen. Dann wäre Ron hier schon mal sicherer, um sich auf den Schalter zu stellen. Und Rocket kann dann hier die Strecke rüber. Das Ganze muss jetzt bloß noch irgendwie prima funktionieren. Das ist gerade das größte Problem. Wir müssen da nämlich einmal komplett durch. Wir müssen hier nämlich einmal komplett durch. Hier könnten wir gemütlich durchziehen. So viel zu gemütlich durchziehen. Natürlich genau so ein Pixel vom Sichtfeld hat uns berührt. Ein Pixel vom Blickfeld hat uns berührt und unseren ganzen Plan auffliegen lassen. Also nochmal neu laden für den lieben Herrn Kurzi. Warum kommt er überhaupt auf die glorreiche Idee, so ein Spiel zu let's playen? Wenn man eh bloß die ganze Zeit sieht, wie er fehlt. So, hier kann ich mich hier hinbegeben. Da sieht er mich nämlich nicht. So, und jetzt Beeilung. Bevor er uns sieht. Prima. Hallo Wache, die da drüben steht. So, hier gemütlich vorbei. Über die Lichtschranke und hier rein. Schaffen wir hoffentlich zeitlich. Yep. Gut, hier auf den Schalter gestellt. Dann hier durchmarschiert. Wir werden natürlich... gesehen. Das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Mein ganzer Plan ist für Poppes, das gibt's doch nicht. Oh Mann.
Gut, dann muss ich mir was anderes überlegen bis nächstes Mal. Oh Mann, die Tür bleibt genau so lange auf, dass man selber nicht durch kann. Das ist katastrophal. Das ist katastrophal. Ja gut, dann wird die Folge ein bisschen kürzer. Ich überlege mir, was wir machen können. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer gilt, Grüßli, euer Mr. Grutzi. Bis dahin, tschö, tschö.